Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Europäische Menschenrechtskonvention ist aus meiner Sicht das wichtigste Menschenrechtsinstrument, das wir auf europäischer Ebene haben. Es schafft ein Individualklagerecht mit dem Gerichtshof in Straßburg für 830 Millionen Menschen, nicht nur Bürger in den 47 Mitgliedstaaten des Europarates, sondern zum Beispiel auch für jeden Flüchtling auf dem Mittelmeer. Und dieses wichtige Menschenrechtsinstrument und der Straßburger Gerichtshof, sie sind von Erosionsprozessen gegenwärtig bedroht. Lassen Sie mich das kurz ausführen. Aber lassen Sie mich zuerst ausführen, warum das so wichtig ist, an einigen aktuellen Beispielen. Vorgestern ist die Sea-Watch 3 an den Gerichtshof herangetreten. Der Gerichtshof hat geurteilt, dass die Flüchtlinge von Italien versorgt werden mussten. Das ist ein gutes Urteil, und wir begrüßen das außerordentlich. Gestern hat der Gerichtshof geurteilt, dass der 94-jährige Friedensaktivist John Catt aus Großbritannien nicht von der Polizei überwacht werden darf und seine Daten gespeichert werden darf. Auch das war ein gutes Urteil. Ich war vor einigen Wochen in Barcelona und habe die katalanischen Gefangenen dort besucht. Sie rechnen mit 25 Jahren Gefängnis in Madrid. Der Prozess beginnt jetzt wegen der Organisierung dieses Referendums am 1. Oktober 2017. Die rechtspopulistische Vox fordert sogar 74 Jahre Gefängnis, also die Freunde hier der AfD. All das zeigt, und Sie haben ja gesagt, der Gerichtshof in Straßburg ist unsere letzte Hoffnung, und all das zeigt, wie wichtig dieses Instrument ist. Und es ist einer Erosion sozusagen ausgesetzt, zum einen wegen der möglichen Spaltung des Europarates mit Russland, ich will auf die Gründe nicht eingehen, zum anderen durch die vielfältigen Angriffe verschiedener Rechtspopulisten in Europa, aber auch, und das ist jetzt der zentrale Punkt, dadurch, dass die Europäische Union bis heute sich weigert, dieser Menschenrechtskonvention beizutreten, zu der sie sich selbst verpflichtet hat, 2009 im Lissabon-Vertrag. Ich halte das für skandalös, und ich denke, im Jahre 2019, im 10. Jahrestag, sollte das endlich umgesetzt werden. Herr Kollege, erlauben Sie eine Bemerkung oder Zwischenfrage von Herrn Böhringer, AfD-Fraktion? Herr Böhringer. Danke sehr, Herr Hunko, dass Sie die Frage zulassen. Es ist nur eine Klarstellung, die uns aber wichtig ist. Sie haben uns mit den spanischen Rechtspopulisten in dieser konkreten Situation der Sezessionsbestrebungen Kataloniens in Verbindung gebracht. Ich bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass es keine einzige Stellungnahme der AfD gibt, die in irgendeiner Weise gegen diese Freiheitsbestrebung Kataloniens gerichtet ist, und wir uns an der Stelle in keiner Weise mit der Vox in Spanien oder Kastilien in irgendeiner Weise gemein gemacht haben. Wenn Sie eine andere Information dazu haben, offizielle Rede der AfD zu diesem Thema, dann bitte ich, das an dieser Stelle zu erwähnen. Dankeschön. Herr Kollege Böhringer, mir ist durchaus bekannt, dass die verschiedenen rechtspopulistischen Formationen in Europa zu einzelnen Fragen durchaus unterschiedliche Ansichten haben. Was sie eint, ist, dass sie diesen Gerichtshof in der Regel angreifen. Und ich glaube, das Phänomen von Vox ist durchaus vergleichbar mit dem Phänomen der AfD. Sie haben ihren Wahlkampf vor allen Dingen mit der Kampagne gegen Migranten gewonnen, genauso wie das die AfD in Deutschland macht. Dankeschön. Ich glaube, dass im Jahre 2019, im 10. Jahrestag des Inkrafttretens des Lissabons, die Frage des Beitritts zur Europäischen Menschenrechtskonvention der EU eine zentrale Frage sein sollte. Ich finde, wir sollten auch die Europawahl nutzen, um das Thema auf die Agenda zu setzen. Ich denke, wenn die Europäische Union diese eigene Verpflichtung nicht umsetzt und damit nicht akzeptiert, dass es einen Gerichtshof in Straßburg gibt, der in Menschenrechtsfragen auch urteilen kann für über mögliche Verletzungen von Menschenrechten bei EU-Organen, zum Beispiel bei Frontex, zum Beispiel bei Europol. Ich glaube, wenn die EU das nicht umsetzt,
macht sie sich unglaubwürdig. Und dann sind auch die anderen Mechanismen, die hier angesprochen sind, letztlich hinfällig. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Leider findet man dazu im Antrag der Grünen überhaupt nichts. Diese Forderung im Antrag der FDP ist es in Punkt 4 aufgeführt. Ich begrüße das. Wir werden über die Anträge diskutieren. Aber ich denke, dieser Beitritt sollte jetzt wirklich umgesetzt werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, André Kunko. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Franziska Brandner.